Heute ist der Katholikentag zu Ende gegangen, auf dem auch, und das war eine kleine Sensation, Eugen Drewermann gesprochen hat. Es hat mehrmalige Ein- und Ausladungen gegeben, aber immerhin, er hat gesprochen und die kleine Sensation bestand darin, dass ihm ja die katholische Kirche Ende des letzten Jahres erst die Lehrerlaubnis und Anfang dieses Jahres auch die Predigterlaubnis bzw. das Priesteramt entzogen hat. Das ist der prominenteste Kirchenkritiker unserer Tage und wenn man der Spiegel-Umfrage von dieser Woche glauben kann, ist er beliebter als der Papst, zumindest in Deutschland. Herzlich willkommen beim Frauenstammtisch, Eugen Drewermann. Zu meiner Linken sitzt Annette Schawan vom Zentrum der Deutschen, vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, ZDK. Und außerdem ist sie die Vizepräsidentin des Deutschen Katholischen Frauenbundes. Herzlich willkommen auch Sie. Über die Krise der katholischen Kirche wollen wir heute reden. Der Kirche laufen die Gläubigen in Scharen davon. Die genauen Zahlen können Sie nachlesen, wiederum im Spiegel dieser Woche. Die Ursache dieser Misere sehen viele in Rom, in dem dortigen jetzigen konservativen Papst, in seiner dogmatischen, starren Kirchenführung, in der Struktur der katholischen Kirche. Herr Drewermann, wenn nun den Papst Wojtyla morgen der Schlag träfe und das Wunder geschehe, dass die Bischöfe, die Konklave, Sie zum Nachfolger ernennte. Was wäre, Herr Drewermann, Ihre erste Amtshandlung? Die Wahl rückgängig zu machen, denn es wäre ein schwerer Fehler in Bezug auf meine Person. Ich tauge nicht zum Papst. Ich glaube aber, dass die Frage, die Sie stellen, fast typisch ist. Selbst die Reformkatholiken erwarten von der Änderung in der Spitze alles heil, wie wenn da Putschisten wären, die man nur stürzen müsste. Man muss, glaube ich, begreifen, dass die Kirche seit über einem halben Jahrtausend sich verfestigt in Positionen der Unfehlbarkeit ihrer hierarchischen Spitze. Sie züchtet den Aberglauben, dass man Wahrheit garantieren könnte von Amts wegen, sodass wenn ein Papst, ein Bischof als Vertreter der Nachfolge der Apostel oder des Christus selbst auf Erden redet, er dem Volk der Gläubigen die Wahrheit mitteilt. Das kirchliche Lehramt lässt uns, Herr Ratzinger, wissen, im letzten Jahr noch ist teilhaftig göttlichen Wissens. Das alles ist ein so unglaublicher Anspruch am Ende des 20. Jahrhunderts, dass sich der Mann, dessen Werk Sie heute leiten, Frau Schawan-Cusanus, im Grab umdrehen würde. Der hat um 1400 dafür plädiert, dass es so etwas gäbe wie Konziliarismus. Er wusste, dass man Wahrheit nur gemeinsam im Dialog findet. All das wird mit Füßen getreten bis heute. Drum glaube ich, der Papst steht der Ökumene der Christen als Einziger wirklich im Wege. Und er verstößt schon dem Titel nach gegen ein zentrales Jesuswort, das heißt in Matthäus 23, keiner lasse sich Vater nennen, ein einziger sei euer Vater, der im Himmel ist. Wir brauchen keine Heiligenväter und wir brauchen in dem Sinne auch keinen Papst. Was wir vielleicht brauchen, ist eine kirchenverwaltende Spitze, das hätte sogar Luther akzeptiert. Aber dass sich das auf Gott zurückführt und ideologisiert im Auftrag Christi, das ist nicht bibelgemäß, das spaltet die Christenheit, das gehört beseitigt. Damit sind wir ja gleich bei einem zentralen Punkt, nämlich dem Unfehlbarkeitsdogma, dass der Papst ja auch unfehlbar ist. Wie stehen Sie, Frau Schawan, zu dieser Unfehlbarkeit? Glauben Sie an dieses Dogma? Glauben Sie daran, dass das richtig ist? Ich glaube zunächst auf Herrn Drewermann hin, dass es einen Papst braucht, dass es aber einen Papst braucht, der um das weiß, was Sie eben über Nikolaus von Kues zitiert haben, dass Wahrheit immer auch vermittelte Wahrheit, ausgelegte Wahrheit ist und dieses Volk Gottes unterwegs immer auch auf der Suche nach der Wahrheit ist. Ich weiß, dass es dieses Unfehlbarkeitsdogma gibt, das respektiere ich als Katholikin, dass der Papst für sich in Anspruch nimmt, in ganz wenigen Situationen unfehlbar zu sprechen. Ich respektiere dies als eine Entscheidung des 19. Jahrhunderts in der Zuversicht, dass ein Papst heute und zukünftig davon nach Möglichkeit nicht Gebrauch macht. Aber Sie wollen den Papst behalten, ja. Verstehe ich Sie richtig? Ja, also Sie sagen nicht wie Herr Drewermann, dass der Papst eigentlich überflüssig ist, was ja auch Luther schon gesagt hat. Ja, das sagt Frau Schawan ja auch. Wir haben einen Papst, der eigentlich nur nominell ein Papst sein sollte und am besten gar nicht als Papst auftritt. Das deckt sich ungefähr mit dem, was ich auch vorschlage. Nur ist es andersrum ausgedrückt. Ich denke nicht, dass ein Papst nur auftritt, wenn er unfehlbar spricht, sondern dass das Petrusamt über diese unfehlbare Rede weit hinausgeht, im Dienst
an der Einheit des Glaubens steht. Insofern denke ich nicht, dass, wenn es das Unfehlbarkeitsdogma aus dem letzten Jahrhundert nicht gäbe, der Papst und das Petrusamt damit automatisch ad absurdum geführt werden. So wohlgemerkt, die Protestanten könnten seit den schmalkaldischen Artikeln im Namen Luthers und Melanchthons sehr wohl leben mit einem Bischof von Rom, der als organisatorische Spitze die Einheit der Gläubigen repräsentiert. Das ist nicht der Glaubenspunkt. Der Glaubenspunkt ist, gibt es eine beamtete Wahrheit? Ist es möglich, dass jemand, weil er ein Amt innehat als Bischof oder Papst, die Wahrheit ist, wenn er in einer Glaubens- und Sittenfrage spricht? So, dass es verbindlich sein soll. Das ist die Frage. Das ist nicht die Frage nach dem 19. Jahrhundert, sondern das ist die nach dem 20. auf Ratzinger und Wojtyla bezogen.